Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Legend of Zelda. Wir befinden uns hier am Eingang des vierten Dungeons und wir gehen einfach mal direkt links. Wenn es irgendwie die Wahl gibt zwischen rechts, links oder oben, gehe ich immer zuerst die rechts- oder links Wege und dann nach oben. Fragt mich nicht warum, hab ich mir so angewöhnt. Vielleicht ist es allgemein so. Keine Ahnung, ich kann es nicht sagen. Und das Viech hat mich getroffen, was mich nicht so erfreut, und dafür kriege ich aber trotzdem einen Schlüssel. Immerhin etwas. So, und das war es auch schon. Für was anderes war der Raum nicht gut, das heißt, wir gehen jetzt einfach mal nach oben. Und eigentlich könnte ich den Bumerang echt mal benutzen, aber irgendwie habe ich da keinen Bock drauf. Ach ja, die Viecher waren das, die waren ja so nett. Bäh. Okay, gehen wir hier einfach mal rechts. Genau, und hier können wir ein weiteres Item nutzen und das ist die Kerze. Die haben wir ja gekauft, im zweiten Part meine ich. So, und jetzt wird der ganze Raum erhellt und fragt mich nicht, warum ich dagegen gerannt bin. Es hat mir, glaube ich, sehr weh getan. Autsch, das hat echt gesessen. Oh Gott, ganz viel Fledermäuse. Hilfe, raus hier. Aber eigentlich können die mir Items geben, aber ich glaube, ich verliere mehr daran. Die zu kämpfen würde sicherlich nicht so klug sein. Ich werde es gleich erfahren. Okay, ich habe keinen Schaden gekriegt, aber ich habe auch nichts gewonnen. Plus, minus, null. So, Moment, war ich hier nicht schon gerade? Warum? Ah, Mann. Nee, aber jetzt mal ganz ernsthaft. Warum? Hä? Das verstehe ich nicht so ganz. Ich bin auch gerade in diesen Raum gegangen, ja? Ach, die... Boah, sehr nett. Die respawnen. Cool. Das ist sehr sozial vom Spiel. Hä? Ich bin gerade ein bisschen desorientiert. Das heißt, ich muss jetzt hier... Ach so, nee, ich... Ach so, ich verstehe schon. Ja, ja, ich muss jetzt hier hoch und dann bin ich schon in neuem Gebiet und so. Ja, ja, klar, kein Problem. So, überall Fledermäuse und so, die mir gefährlich werden können, aber eigentlich auch nicht mit diesem Leben. Einmal den und dann das hier. Es sieht, ich möchte jetzt nicht sagen, dass es gut aussieht, aber wenn es wirklich so einen Anschein macht, als hätte ich das schon irgendwie öfter gespielt. Ich habe es vielleicht an 3 Tagen 2 Stunden mal getestet. Wenn überhaupt, eigentlich 3-4 Stunden mal probehalber insgesamt in meinem Leben gespielt. Das war vor 2 Tagen oder so. Das Einzige, was ich wirklich habe, ist hier eine Wegeanleitung, wo ich hier wie hinkomme. Aber vom Spielerischen her, wenn das gut aussieht, glaub mir, ich habe es echt noch nicht lange gespielt. Wenn überhaupt ein paar kaputte Stunden, das war's. Und das auch nur verteilt an mehreren Tagen. Und das vor noch ein paar Tagen. Das heißt, ich habe es hier nicht, ich bin hier kein Zelda-Profi. Zumindest nicht in dieser Hinsicht. Link to the Past würde ich das schon behaupten von mir, ja, aber hier, nö. Das heißt, wenn es gut aussieht, dann habe ich momentan wohl einfach nur Glück oder... Ich stelle mich gerade ganz gut an. Aber was anderes kann es wohl nicht sein. So. Okay, hier sind schwarze Blobs. Oh, Herz, gib her. Ich wusste, dass nach unten geht's. So, genau. Oh, noch ein 5er. Schön. Und noch ein Herz. Oh, ihr seid so mutig. Okay, hier habe ich eine Uhr. Die bringt mir aber wieder einen Dreck. Der vierte Endboss, den hatte ich übrigens... Hatte ich den besiegt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, nein. So, dann werden wir hier einmal die Kerze nehmen. So. Dann seht ihr, ist hier etwas nicht so gut, denn da kommen wir nicht rüber. Und ich bin mir echt nicht sicher, wo wir hier überhaupt weiterkommen. Tja, schlecht. So, du kannst erstmal drauf gehen. Genauso wie dein Kollege hier. Au, warum habe ich mich davon treffen lassen? Frag mich nicht. Oh, oh, Hauptsache die einen treffen mich nicht. Die ziehen nämlich ein Leben ab. Das ist echt unschön. Hallo. So, ich glaube, dann gehen wir erstmal genau da lang. Denn wenn wir alle Gegner killen, wird diese Tür hier sich öffnen, wie ihr gesehen habt. Okay, Hamburger. Was zum Geier? Au. Leck mich, was war das denn? Boah, wie viel hat mir das wie abgezogen? Ich habe es nicht gesehen, aber es war auf jeden Fall nicht wenig. Oh Gott, vor dem Vieh muss ich mich, glaube ich, in Acht nehmen. Ich glaube, das ist auch das Vieh, was ein Schild klauen kann, was es auch in der Link to the Past gibt. Oh, sieh mal einen an. Das habe ich echt nicht gewusst. Das war jetzt nur Intention, dass ich irgendwie dieses Ding da kriege. Okay, hier gibt es die Leiter. Schön. Tschüss. Jetzt habe ich die Leiter. Wunderbar, dann weiß ich schon, was ich damit machen kann. Allerdings erst zu späterer Zeit, wenn ich den vierten Dungeon hier abgeschlossen habe. Okay, perfekt. Dann habe ich das schon mal. Ja, ja, du kannst mich auch treffen, das ist mir egal. Okay, und dann werde ich hier einmal nach oben gehen. Huch. Ach so, ah. Wie gesagt, die Leiter ist mir schon neu. Da weiß ich nicht funktionsweise. Also damit kann ich wohl einfach über Wasser gehen. Schön. Und hier sollte ich die Kerze nutzen.
Oh Gott. Ah, und jetzt? Ja, schön. Ach komm! Ah Gott, wie dumm war das? Und jetzt? Hier komme ich nicht weiter. Okay, ich weiß, wo ich hin muss. Zu dem einen da. Oh Gott, ich sehe schon, ich werde hier sterben. Oh komm, nein, 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 nein. Ah, weg hier. Oh, 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 das sieht nicht gut aus. Sieht verdammt nochmal übel aus. Ich habe immer noch die Kerze ausgerüstet. Ja, wenn ich jetzt nicht gleich ein Leben oder sowas kriege, dann... Oh, soll ich mich absichtlich sterben lassen? Ich weiß es nicht. Weil ich glaube, taktisch ist es echt klüger. Denn im halben Leben werde ich wahrscheinlich nicht mehr so weit kommen. Fürchte ich einfach mal nicht, aber ich kann es nicht genau sagen. Vielleicht ja, vielleicht nein. Nee, ich lasse mich nicht sterben. Wenn, dann gehe ich halt so drauf und dann habe ich Pech. Huch. Ja, tschüss. Das war jetzt echt nicht beabsichtigt. Okay, machen wir es einfach nochmal. Ja, continue, continue. So, aber wir wissen jetzt, wo wir lang müssen. Und zwar ist es diesen einen Weg. Jetzt haben wir immerhin drei Herzen. Das geht ja schon wieder relativ. Und habe ich nur so das Gefühl, oder ist es tatsächlich so, als würden diese Viecher wirklich gar nichts droppen, die einen, die sich in rote Fledermäuse morphen und so. Es ist echt so abartig, dass diese ganzen Gegner einen so oft treffen können. Und dann dabei nicht mal was droppen. So, Kerze, mach Licht an. Hier war ich doch gerade schon, oder? Verdammt, wo war ich denn gerade? Oh Gott. Weg, 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 weg. Immerhin nur ein halbes Herz verlieren, wenn überhaupt. Okay. Wunderbar. So. Ja, die haben echt gut was gegeben. Das weiß ich noch. Und die geben wieder gut. Oh, ja, gib mir irgendwas. Irgendwas Wertvolles. 5 Rubine sind auch toll. Oh, schön. Ja, gib, gib, gib. Danke. So. Jetzt frage ich mich, wo geht's denn nochmal weiter? Ich glaube hier. Richtig. Was? Ach komm, ich kann mich von meiner eigenen Kerze verletzen. Das habe ich vergessen. Oh, das ist so dämlich. Das ist echt so dämlich. Okay. Mhm. Ich vergesse irgendwie, dass ich hier rüber gehen kann, weil das ist... Das bin ich echt nicht gewohnt in diesem Spiel. Oh, was ist denn das? Es ist hier dieses kranke Teil und so. Was zum Geier? Okay. Ich befürchte echt, dass ich gleich in den Endbossraum komme und dann krepiere und das nochmal machen darf. Walk into the waterfall. Laufe in den Wasserfall. Welcher Wasserfall? Oh fuck, ich will den nicht nochmal machen. Ich glaube aber, das Viech ist endgültig erledigt. Laufe in den Wasserfall, was soll das denn heißen? Laufe in den Wasserfall. Ich habe keine Ahnung von einem Wasserfall. So, die Karte kriege ich hier immerhin, wenn ich nicht vorzeitig krepiere. So, schön. Ja, gut. Immerhin die habe ich. So, jetzt sehe ich schon mal den Aufbau des Dungeons. Den sehe ich übrigens zum ersten Mal. Ne, dann habe ich den vierten Palast noch nicht gehabt. Okay. Oh, shit. Das war knapp. Verlauf in den Wasserfall. Was soll denn das heißen? Und ich brauche einen Schlüssel. Woher? Ich brauche einen Schlüssel. Wo auch immer, aber ich brauche einen. Muss ich ernsthaft hier alle Gegner besiegen? Ach Gott, das schaffe ich doch nicht. Oder schaffe ich das? Ich weiß nicht. ja, tschüss. Tschüss, Link. Ach komm, ich brauche noch nur einen dämlichen Schlüssel. Kriege ich hier nochmal einen? Nein, oder ich kriege hier noch einmal was, glaube ich. Nee, das wäre echt komisch, wenn ich hier mehrmals Schlüssel kriegen würde. Das wäre ein bisschen seltsam und so. Klar, war logisch. Okay. Ja, dann frage ich mich jetzt, wo kriege ich den letzten Schlüssel her, weil... Ich weiß es wirklich nicht. Hier war ich und so. Die geben mir irgendwie gar nichts, diese Arschviecher. So. Hier sind Fledermäuse. Die könnten mir was geben, aber die geben mir für gewöhnlich auch nie was. Ach komm, warum lasse ich mich von denen eigentlich treffen? So, genau. Jetzt kommt hier wieder so Zeugs halt. Aber wenn ich hier jetzt schon getroffen werde von denen, dann kann ich mich eigentlich schon töten lassen. Ernsthaft. Ja, dann ist es echt taktisch nur klug, sich killen zu lassen. Und eigentlich sollte ich das jetzt echt tun, aber... warum? Die könnten mir echt noch die Rettung geben. Ja, wie ihr seht. Noch ein Herz. Nein, schade. Aber einiges an Rubine und immerhin ein Leben. Ich will mich ja nicht beklagen.
So, genau. Es ist echt ein bisschen ungewohnt, dass dieses Ding so... Ja, komm. Dass dieses Ding so automatisch reagiert und alles. Kriege ich hier vielleicht noch einen Schlüssel? Ich glaube, das ist es nämlich, wenn ich hier alle Gegner besiege, dass ich hier noch einen Schlüssel bekomme oder sowas. Okay, die sind beide weg. Die Fledermäuse, die stören mich echt. Na komm, weg damit und weg damit. Huch. Okay, zwei Stück sollte ich ja wohl schaffen. Sie geben mir nichts. Verdammt, ich brauche einen Schlüssel. Hallo. Irgendeinen dämlichen Schlüssel. Okay, der vierte Palast ist arschiger. Huch. Definitiv. Gibt's hier noch was? Ich weiß nicht. Hier kriege ich gar nichts. Das weiß ich. Yeah, ihr könnt ja toll respawnen. Super. Ja, wo kriege ich da noch einen Schlüssel her? Tja, walk into the waterfall. Was soll mir der Kack sagen? Ich weiß nicht, was er von mir will. Wenn ich hier alle kill, das sind ja dann diese Schleimviecher. Ach, natürlich spawnt jetzt auch da. Und warum gehe ich da rein? Okay, wenn sie mir ein ganzes Herz abziehen, ist es mir egal, ob ich zwei oder ein Herz habe. Aber ein halbes ist echt nicht gut. Und deswegen sterbe ich jetzt auch gleich mal. Grrr. Ja, ich weiß nicht, wohin. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Hier so und dann nach oben und rechts und... Pff, ich weiß echt nicht. Sorry, aber... Hier? Also, so und so und dann... Muss ich hier noch alle killen? Nein, das kann es nicht sein. Das glaube ich nicht. Nein, ja, natürlich. Krass, natürlich. Das ist mir ganz... Und noch eins. Ah, oh, selbstverständlich. Gibt es hier irgendwas zu verschieben? Ihr könnt mir nicht sagen, dass hier nichts gibt. Ohne Mist. Irgendwas muss es hier geben. So, oder hier, oder da, oder hier und da und... Hä? Vielleicht gibt es hier aber auch tatsächlich nichts. Hä? Hallo? Ich habe keine Ahnung. Ich bin ratlos, weil ich hier keinen Schlüssel mehr finde im Dungeon. Und das ist nicht gut. Ich bin hier irgendwo und ich weiß nicht, was ich tun soll. Ah, weg. Schlüssel will ich haben und nicht Fledermaus in die Schnauze. Gott. Der hat damit eigentlich wenig zu tun. Aha. So. Was? Ach komm, ich habe mich von meiner eigenen Kerze gekillt. Das ist dämlich gewesen. Ja, jedenfalls zu dieser Krönung werde ich jetzt hier auch mal ein Part beenden. Ich glaube, der schon wäre relativ lang geworden. Wenn nicht, dann wird er jetzt etwas kürzer und ich labere einfach immer weiter. Wir sehen uns jedenfalls beim nächsten Mal wieder. Ciao.